Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Hm? So sieht er aus zur Zeit. Ja. Es wurde gewünscht, mal einen Rundgang durch den Garten zu machen. Und ja, das will ich gleich mal nutzen, um ganz vielen Leuten Danke zu sagen, die mich bis hierhin gebracht haben. Ja, wie ihr seht, das Burgleben ist erstmal vorbei. Die Burg ist besetzt. Ja, in der Gartenhütte bin ich jetzt und da habe ich einigen Leuten ganz viel zu verdanken, dass es hier so schön ist. Ganz vorn dran möchte ich der Pia und Milan ganz lieben Dank sagen, die die Gartenhütte mit mir in den letzten Jahren so richtig auf Vordermann gebracht haben. Ich hoffe, ich kann noch einiges davon zurückgeben. Dem Milan habe ich unter anderem zu verdanken, dass ich die Taschenlampe hier benutzen darf. Das ist seine Taschenlampe. Die hat er mir jetzt netterweise nach wie vor überlassen. Nach seiner Bauanleitung habe ich sie gebaut und er hat gemeint, die bräuchte sowas hier. Irgendeine UV-LED und die zieht jetzt mit einem Schultief extrem wenig Strom. Also die kannst du tagelang so stehen lassen, ohne dass die Batterie merklich leer wird. Dann braucht eine richtige Männertaschenlampe auf alle Fälle eine Anzeige, wie voll die Batterie ist. Ja, die ist jetzt noch schon ziemlich leer bei 3,6 Volt, aber ich weiß gar nicht, wie lange ich die nochmal geladen habe. Und die habe ich echt täglich im Einsatz. Und ja, so schaut sie halt aus, wenn sie leuchtet. Ist ganz normal, Lithium-Akku eingebaut, dann EMF-Charger-Schaltung dran, was hier vorne eine einzige LED betreibt, aber mit einer richtig schönen Helligkeit und zieht zu ungefähr, ich glaube, 20 Milliampere oder sowas zieht die LED hier. Ja, dann könnt ihr euch ausrechnen, wie lang so ein 2000 Milliampere-Stunden Akku hält und geladen wird sie natürlich auch mit EMF-Charger oder USB, je nachdem, was man da halt zur Verfügung hat. Was hier im Hintergrund immer so komisch zwitschert und naja, einige von euch kennen es noch. Es musste mal wieder sein. Ich kann nichts dafür. Ab und zu kommt es bei mir mal wieder hoch und dann muss ich mal wieder eine Runde siedlern, so nebenbei. Ja, auch nicht irgendwie auf einem modernen Rechner mit Emulator oder so, sondern original Windows XP auf Libby, das ist glaube ich sogar deiner noch, ne? Dein Fostro 1700. Außerdem hat der Milan gemeint, dass man sowas hier bräuchte, einen Solarkoffer, einen rollbaren. Rollbar und gefedert. Dass man auch als Anhänger irgendwie hinten ans Fahrrad oder sowas anhängen kann. Und sieht jetzt noch ein bisschen wüst aus. Auf alle Fälle ist es für meine Flex unerlässlich. So eine Mini-Flex ist echt klasse. Dann ein kleiner 220 Volt Wechselrichter drin, dass man so bis 100 Watt irgendwelche Lampen oder so anschließen kann. Sound ist mit dabei. Ein Step-Up, dass man auch Batterien laden kann, die mehr als 12 Volt haben. Hier sind die 12 Volt, also 3x3S Lithium-Akkus sind drin. Und hier ist der EMF-Charger dafür. Der Balancer funktioniert noch, das heißt, wenn der EMF-Charger die Batterien voll geladen hat, dann schaltet der Balancer hier drin ab. Kleine Mini-Kochplatte ist noch dazu. 5 Volt und 2 Ampere hat die. Ja. Echt wunderbar, so ein Koffer. Danke nochmal für die Idee, Milan. Die Pia hat das letzte Jahr dieses E-Bike hier auf Herz und Nieren getestet. Das ist dieses berühmt-berüchtigte, was jetzt mit so einem neunfachen EMF-Charger geladen wird.
Ich habe es noch nicht gemessen, müsste ich demnächst mal machen, aber das dürfte fast nichts ziehen, wenn man es irgendwie am Netz hat und das Fahrrad damit geladen wird. Und bis jetzt hat es wunderbar durchgehalten. Bis jetzt auf einen kleinen Unfall hier vorne, die Felge ist noch ein bisschen schief und krumm. Das muss ich mal noch ein bisschen ausrichten, das dauert noch ein Stückchen. Aber ansonsten hat es wunderbar durchgehalten. Ja, mutige Testerin, die Pia. Dann hat sie auch die Idee gehabt, die Hütte hier vorne weiß zu streichen. Und das kam dem Action for Free, dem Lippi, seiner Idee von einer weißen Kirche schon ziemlich nah. War ganz spaßig, weil die zwei haben auch noch zufälligerweise am selben Tag Geburtstag. So, jetzt habe ich hier praktisch einen weißen Eingang. Oh, so sieht es hier aus, so sieht es da aus. Hier hinten, da wohnt mein kleiner Vogel drin. Das habe ich von meinem Freund, Kumpel, Lebensgefährten mit hartem und mit weichem Tee, Heiko, geschenkt bekommen. Der hat das echt drauf. Also mal gucken, wenn er mal irgendwann eine Vernissage macht beim Heiko oder wenn er irgendwann mal eine gibt. Ja. Aber ne. Es gibt krasse Leute auf der Welt. Es gibt krasse Leute auf der Welt. Hier ein bisschen Gemälde. Der ein oder andere kennt es vielleicht von euch. Das ist das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre ist mir das aufgefallen. Das sind Fotografien von Wassertropfen. Ich finde es echt bezaubernd. So schaut es draußen aus zur Zeit. Und wer hier so ganz aufgeregt rumzwitschert, das ist irgendjemand hier drüben in dem Baum da, in dem Kirschbaum da hinten. Am Morgen ist es halt immer noch am schönsten irgendwie. Tja, was will ich dazu noch sagen? Noch under construction, oder wie es so schön heißt. Hier ist der Compost Cube. Ach so, apropos Cube.
Kann mir mal irgendjemand von euch erklären, was das mit dem Cube auf sich hat? Mit diesem Würfel? Mit dem Ding da? Was ihr so im 1,4 Herztakt immer so pochen hört, einige von euch können sich schon denken, das ist die Standheizung, die Diesel-Standheizung. Und das, was hier hinten immer so nach und nach angeht, hier sind Lithium-Akkus im Einsatz. Das bisschen reicht mir trotzdem, um... Ich muss hier mal das andere Licht ausmachen, dass das jetzt überhaupt einen Effekt hat. Moment. Ja, doch. Um diese LED-Leisten zu betreiben. Die hängen nämlich jetzt mehr oder minder am originalen Stromnetz dieser Hütte. Und... ich habe die 36 Volt von dem 10S Lithium-Akku natürlich nicht direkt drauf gehauen. Da wäre ich ja selten dämlich. Das kann ich verhindern, indem ich praktisch nach dem 10S Lithium-Akku einen eine WMF-Charger-Schaltung praktisch anmache mit ganz, ganz dünnem Draht. Die ist jetzt praktisch hier unter dem Ding verbaut. Ich will sie jetzt mal nicht rausziehen. Ich hätte ruhig mal ein bisschen sauber machen können. Aber oh Mann, das war, weil ich letztens hier gebohrt habe. Und ich mag Spinnen. Ich mag Spinnen. Also Spinnen sind mir viel lieber als irgendwelche anderen Viecher hier drin. Zu den Spinnen später. Erstmal zu dem EMF-Charger hier. Der haut mir praktisch mehr oder minder gepulst die 36 Volt auf mein Stromnetz hier. Auf das Netcord, das ist wieder eine andere Schaltung. Naja, ist auch egal. Jedenfalls kann ich dann überall in der Hütte nachts Lichter anmachen. Also ohne, dass ich Angst haben muss, dass mir die Bude abfackelt, ne? Das ist der Hintergrund dessen. Das ist schon die Vorbereitung fürs nächste Video. Seid gespannt. Deswegen hier dieses Vorbereitungsvideo, dass ihr dann auch die folgenden Videos so ein bisschen kapiert, warum ich die so mache. Oder machen muss, besser gesagt. Machen will. Ach, vielleicht macht es auch Spaß. Gucken wir mal. Aber dazu später. Erstmal muss ich ganz lieben Dank dem Ronny sagen. Dem Ronny habe ich nämlich diesen extrem tollen, super duper tollen, das ist jetzt keine Werbung, ne? Ich kriege keine irgendwie Prozente von dem Hersteller, von dem Lötkolben hier, aber ich finde den trotzdem ganz toll. Ich durfte ihn dafür seinen E-Bike-Akku so ein bisschen aufpimpen und als Dankeschön habe ich den hier von ihm bekommen. Das ist ein Lötkolben, der von 12 bis 24 Volt geht. Und als Quelle habe ich mir einfach den 20 Volt Lithium-Akku rangebastelt hier. Und wenn man den dann einschaltet, dauert es gar nicht lange. Dann ist dieser Keramik-Lötkolben dann wirklich auf seiner Temperatur. Und ich kann in der Geschwindigkeit löten, wie ich auch zu Hause löte. Und der geht bis 400 Volt kann ich nur einstellen, je nachdem wie viel ich brauche. Und ich bin echt begeistert, was die kleine Lötspitze, hier ist mein Finger im Vergleich, trotzdem alles löten kann. Ne, also für mich reicht's. Und wenn der dann doch mal leer sein sollte, dann wird er einfach geschnappt und wird hier an die RMF-Charger-Kiste gehangen. Vielleicht kennt ihr die noch, die gab es mal als Bausatz zu erwerben. Mir leistet sie hier nach wie vor treue Dienste, aber wie ich neulich gehört habe, ist es den meisten Leuten nicht professionell genug aufgebaut, sodass irgendwelche
versicherungspflichtigen Unternehmen damit eben Probleme haben. Naja, gut, okay. An dem Schreibtisch werden dann praktisch die nächsten Arbeiten gemacht werden. Da sage ich ganz großen Danke an Helena. Von der habe ich den nämlich bekommen, überlassen bekommen. Und ja. Und wo wir hier gleich sind, das ist eine Kette, die habe ich der Lusel abgeschwatzt. Danke nochmal, Lusel. Eigentlich wollte ich nur 7 von diesen Muscheln haben, um das eben mal zu probieren, was der Fritz Watzel mir da eben sagte. Nach jeder 7. Perle ist das Wasser wieder rein, wenn man es da drüber laufen lässt. Und hier oben sind gleich wunderbare, schöne Schneckenhäuser. Ja, sie hat mir dann gleich die ganze Kette überlassen. Vielen, vielen Dank nochmal, Lusel. Dann schwenken wir hier rüber. Auch die Kleinsten unterstützen mich. Das hier ist von der, ich glaube 4 oder 5, ist die Hava. Die hat mir da das schöne Bild gemalt. Die 2 Mäuse wachen jetzt praktisch über die Produktion, über die Bausatzproduktion, mit dem ich so mein täglich Brot verdienen kann. Brot, naja. Hier unten drunter muss ich aber dann auch noch ganz doll Danke an die Kati sagen. Die Kati hat mir beigebracht, wie man mit der Nähmaschine Sachen nähen kann. Ja, ich kann jetzt endlich eine Nähmaschine bedienen. Das ist krass. Und noch weiter unten drunter. Nee, dafür, ach, ganz am Ende. Hey, komm, das hier ist noch toll. Das ist ein Ofa, eine Ofa. Das ist ein Ofen, den ich von der Oma geerbt habe. Den hatte die in ihrer Wohnstube zu Lebzeiten stehen und das war ein Elektroofen gewesen. Ich mache mal noch ein bisschen Licht hier. Ja, ursprünglich war da ein 9 kW Heizstab eingebaut, aber das hier rundherum, das ist alles massiv und ich weiß nicht, ob das hier Marmor ist, keine Ahnung, jedenfalls. Habe ich mir lange Gedanken gemacht, wie ich den hier in der Gartenhütte einsetzen kann. Und irgendwann, so vor ein paar Monaten, kam dann die zündende Idee, dass ich in Kombination mit der Standheizung und einem langen Alurohr gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Und zwar, ich weiß nicht, ob es von euch schon mal irgendjemand gemacht hat, also so eine Gartenhütte mit einer Standheizung versucht zu betreiben. Die Luft hier drin wird übelst trocken und sie wird natürlich auch immer bewegt. Also hier tust du nonstop praktisch in Staub hin und her wedeln. Du müsstest nonstop lüften oder irgendwelche Sachen hier haben, die praktisch keinen Staub machen. Aber das macht ja nonstop Staub. Mit jeder Bewegung löst sich ja hier irgendwelche Fasern, was dann durch die Luft wuselt. Und ja, das vor allem im Winter, ohne nonstop durchlüften zu müssen, mit so einer Standheizung ist echt nervig. So, und dann kam mir die Idee mit einem langen Rohr. Das lange Alurohr, das ist ja jetzt warm. Ich habe die Heizung jetzt auf niedrigster Stufe laufen. Ich glaube, draußen sind so, ach, was wird es denn draußen haben? Wir haben früh am Morgen, heute Nacht war es ganz schön kalt, vielleicht so 12 Grad sind es draußen. Und das Rohr hier, ach, leider habe ich jetzt kein Thermometer hier, also 40, 45 Grad hat es bestimmt auf alle Fälle. Und das reicht hier an Infrarotwärme, allein schon mal durch das Rohr, dass ich hier eine schöne Infrarotwärme habe, praktisch wie von so einem Ofen, aber ohne diese doofe, bewegte Luft. Ne? Diese trockene. Die wird nämlich hier reingeblasen sozusagen. Und hier drin habe ich nochmal ein Stück Rohr so in Schlangenlinie gelegt. Und der eigentliche Luftstrom, der kommt jetzt, ich glaube, nach hier unten wieder rausgeblasen, dass der dann nochmal herumgeht. Und hier oben ist Aktivkohle. Aktivkohlefließ, was ich da reingelegt habe in die Schlitze, und hier kommt praktisch jetzt meine warme Luft raus. Die wird dann hier praktisch nochmal gefiltert und auf eine große Oberfläche verteilt, dass hier praktisch nur zu dem Schlitzen hier, also jetzt richtig schön warm, da praktisch die warme Luft rauskommt, die Dieselstandheizung macht. Und der ganze Rest hier, das ist alles warm. Das ist schön warm.
Das ist schön warm. Der ganze Ofen ist schön warm, also da strahlt jetzt schön gleichmäßig die Infrarotwärme ab. Und ich habe hier drinnen eine wunderbare Luftqualität. Haben ja auch schon andere Leute bestätigt. Meine Arbeitsamtante hat gesagt, ich soll die Produktion hochschrauben. Ja, und nicht nur die meint das. Wie vielleicht einige von euch noch wissen, der Segelohrenbob-Kanal hier ist am 06.06.2006 gegründet worden und die Verhandlungen wegen dem Cannabis, was ihr da vielleicht die letzten 2 Jahre von mir da mit verfolgt habt, die war dann am 06.06.2024. Da habe ich praktisch mein Urteil bekommen. Und das Urteil sind jetzt 90 Tagessätze zu 33 Euro. Also es war schon interessant, sowas mal live zu erleben. Ich bin dort ohne Ausweis hin, ne? Weil ohne Ausweis, ich hatte ja keinen Ausweis, deshalb wurde ja bei mir eine Hausdurchsuchung gemacht. Ne? Und deshalb ist ja, sind ja diese 900 Gramm Kraut da gefunden wurden, die ich ausschließlich zum Bau von Hanfakkus dort gelagert hatte. Der THC-Gehalt, der war vielleicht 1%, aber auf die Masse gesehen habe ich dann halt die 7,5 Gramm THC überschritten. Und das kostet mich jetzt eben, ja, das hier. Ja, wie soll es anders sein? Im Garten 33. Als da Verhandlungspause war, saß ich noch mit dem Staatsanwalt und meinem Pflichtverteidiger da praktisch drin in dem Saal. Und da habe ich da mal angefragt, wie der Richter das am Anfang gemeint hat, dass, also er kam rein, der Richter, und hat gemeint, wir verhandeln heute im Namen des Freistaates Sachsen und der Bundesrepublik Deutschland. Ne? Und da ich gefragt, ja cool. Hat jetzt der Freistaat sozusagen eine Verfassung, sind wir Staat? Die BRD hat ja nur ein Grundgesetz, ne? Habe ich da so mal vermerken lassen. Also der Staatsanwalt, der wollte dazu gar nichts sagen, der hat dann nur so niedergeguckt, und mein Pflichtverteidigeranwalt hat dazu auch nichts sagen wollen. Naja, wie auch immer. Nachdem ich dann dort ausgiebig vor Gericht praktisch erklären durfte, wie Hanfakkus gebaut werden, habe ich dann praktisch das hier praktisch bekommen. Und das treibt mich jetzt umso mehr an, das hier zu machen. Okay, so. Jetzt seid ihr im Bilde, wie es dann demnächst hier aussieht. Ich werde dann auch die ein oder andere Produktwerbevideos machen, das erste Mal in meinem Leben. Mal gucken, wie weit das uns voranbringt. Aber hey, alles als Chance sehen, oder wie war das? Bis später. Vielen Dank an Marcel. Deine Pilze sind nach wie vor im Dauereinsatz. Hier so sieht es im Dunkeln aus. Und wenn ich jetzt hier hinten das Solarpanel mal noch ein bisschen freiräume, das ist nämlich die eigentliche Spannungsversorgung für die, hier sind es noch, warte mal, wo sind sie denn? Habe ich so gut verbaut, dass ich die selber gar nicht mehr finde. Na, hier sind 10 1,2 Volt AAA Nickel-Metall-Hydrid-Akkus in Reihe geschalten und daran praktisch eine REM-F-Charger-Schaltung, dass wir auf die 12 Volt ungefähr kommen, was die LEDs brauchen hier. Da sind 4 LEDs eingebaut, weiße, die brauchen so um die 12 Volt dann. Ja, REMF-Charger-Schaltung. Lädt auch das Ganze, die ist hier hinten im Panel verbaut und die ist so eingestellt, dass sie wirklich nur ein paar Milliampere am Tag über reinhaut, auch wenn hier voll die Sonne drauf knallen sollte, dass die Akkus nicht überladen werden. Die erreichen sowieso nie Ladeschlussspannung. Aber das Ding, das läuft jetzt schon 1, 2, 3 Jahre. Wie lange ist das jetzt her, Marcel? Keine Ahnung. Aber das fasziniert die Leute immer und immer wieder. Und ich muss dich nochmal kontaktieren. Du musst mir nochmal genau erklären, wie du die Dinger gemacht hast hier. Oder ich gebe noch ein paar bei dir in Auftrag, weil
ist der übelste Renner, das Teil. Vielen Dank nochmal. Und auch danke an die Jenny. Durch sie habe ich jetzt eine wunderbare Feuerschale.